lösen Sie die LGS mit eventueller Fallunterscheidung abhängig von K-Element von R. Ja, wir haben hier jetzt ein LGS. Was für ein Typ LGS ist das? Ja? Ein 4-Kreuz-3. Und nein, es gilt als 3-Kreuz-3. 4 würde heißen 4 Gleichungen, aber es sind nur 3 Gleichungen. Ja. Und das K gilt nicht als Unbekannte, weil wir die Lösungsmenge abhängig vom K angeben sollen. So, das heißt ein 3-Kreuz-3 LGS, das lösen wir, wie wir es kennen. Womit multiplizieren wir die erste Zeile? Ja? 2. Und dann haben wir 6x minus 4y plus 6z gleich 16k. So, die zweite Zeile, ja? Mit minus 3. Das also habe ich... Minus 6x minus 9y plus 15z sind gleich minus 21. Gut, jetzt addieren wir die beiden. Was kommt dabei heraus? Ja? Also 0 minus 5, 0 minus 13y plus 21z sind gleich 5k. Minus 5k, ja. Ja. Gut, und hier lassen wir, wie gesagt, mal ein bisschen Platzverschwendung. Und wir schreiben die erste Gleichung hin. Und die zweite Gleichung schreibe ich jetzt auch hin. Minus 13y plus 21z gleich minus 5k. Gut, jetzt hier haben wir wieder einen dicken Strich. Was mache ich mit der ersten Gleichung? Ja? Mal 2. Ja, mal 2, das habe ich ja schon. Kann ich quasi das hier abschreiben. Die zweite Gleichung. Womit multipliziere ich die zweite Gleichung? Ja? Minus 3. Minus 6x plus 15y plus 15y minus 12z gleich 0. Und was kommt dann dabei heraus? Ja? 11y minus, also minus 6, was ist so, minus 6z, sind gleich 16k. 16k. So, und das bedeutet, die Zeile schreiben wir jetzt einfach hier mit hin. So, was muss ich jetzt machen als nächstes? Wir müssen wieder addieren, also wieder geschickt multiplizieren, die obere mal 11. So, 13 mal 11 ist, glaube ich, minus 143 plus 21 mal 11, das dürfte 2, 3, 1 sein. Bitte das überprüfen, ob stimmt. Gleich minus 55k. Was mache ich mit der unteren Gleichung? Ja? Mal 13. Und wenn 11 mal 13, muss es hier auch 143 sein. 13 mal 6 ist 78. Und 13 mal 16, da habe ich jetzt auch eine Taschenrechnung, wieso kann ich das nicht? 16, 208. 208? Ja. Echt? Hä? Weiß nicht. Ja, 208. Ich habe auch 208. Nein, 208. Ich habe den Kopf gerechnet. Ja, dann passt es. Wenn ihr das so gut im Kopf rechnen könnt, dann könnt ihr mit Sicherheit auch das hier jetzt sauber addieren. Ja, 309. Das hier, wenn hier ein Minus steht? Da nicht. Gut. 153z. Und was kommt daraus? Vermutlich das Gleiche. Ja.
So, was folgt daraus jetzt? Z gleich K. So, wir wissen jetzt, Z ist K. Wie geht das jetzt weiter? Ja? Ja, jetzt setzt man eine von den Gleichungen für KZ ein und danach... Ja, Moment, für was? Für? KZ. Na, eigentlich für Z setzen wir K ein. Welche nimmt man, die obere, die untere oder die ganz obere? Egal. Nicht ganz. Also hier oben hast du nicht die obere, weil das ist noch... Ja. Also ich nehme jetzt mal die, weil da die Zahlen etwas kleiner sind. Also ich nehme die 11y minus 6z gleich 16k. Und statt des Z schreibe ich K. Also habe ich 11y gleich 22k oder y gleich 2k. Jawohl. Was tue ich jetzt? Jetzt setzt man es in die ganz obere Länge. Die obere nehme ich mal hin, also 3x minus 2y. Was war y? 2k. Plus 3z. Was war z? K. Steht da unten. Gleich 8k. So, jetzt rechnen wir das erstmal zusammen. Also habe ich 3x minus 4y mit minus 4k. Plus 3k ist minus k. Dann addiere ich k auf beiden Seiten. Also habe ich 3x gleich 9k oder x gleich 3k. Und jetzt kann ich meine Lösungsmenge angeben. Was ist meine Lösungsmenge? 3k-2k-1k. Ja, und das k-Element r war vorher schon vorausgesetzt. Das heißt, das ist jetzt ein lineares Gleichungssystem mit einem Parameter, der nur im Ergebnis steht. Und das rechnen wir genauso durch wie jedes andere lineare Gleichungssystem und erhalten eben ein Ergebnis am Ende abhängig von K.